Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, nun sprechen wir das dritte Mal über das zweite Kapitel im zweiten Brief des Thessalonicher. Was ist hier besonders? Hier sagt Paulus, was kommen wird in der Gemeinde. Auch für uns heute ist es interessant zu hören. Er sagt, bevor Jesus kommt, kommt noch der Mensch der Sünde, der sich hochstellen wird über alles, wird sich sogar nennen als Gott und wird im Namen Gottes reden. Und er sagt, er kommt mit vielen Wunder auch und es passiert einiges hier und er wird auch viele verführen, dass sie dann der Lüge glauben werden. Ja, und wir haben dann gelesen, auch wie Johannes sagt in seinem ersten Brief, er sagt eigentlich, alle, die Jesus Christus verwerfen, nicht glauben, da sind diese Antichristen oder die Widersacher. Und es ist interessant, wie er das so sagt, also jeder, der da sagt, dass Jesus Christus ist nicht der Herr, nicht der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, der ist ein Lügner. Und der hat weder Gott noch den Sohn. Und wir wissen es auch aus dem Johannes Evangelium, wo Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, das haben wir in diesen zwei Gesprächen sehr gut und tief besprochen. Und jetzt zuletzt im Kapitel spricht Apostel Paulus Folgendes. Wir aber sollen Gott danken allezeit um euch, von dem Herrn geliebte Brüder, dass euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit, in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit, darein er euch berufen hat, durch unser Evangelium zum herrlichen Eigentum unseres Herrn Jesu Christi. So steht nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, an denen ihr gelehrt seid, es sei durch unser Wort oder Brief. Das ist Paulus, der konnte er so schreiben, nach diesen Schwierigkeiten, was da kommen werden, wo er sie wirklich ermahnt hat. Und er sagt, dass manche werden auch abfallen und diesen Irrtümer glauben, sogar Gott wird diesen Leuten noch mehr Irrtümer zuschicken, ganz interessant. Aber er sagt, ihr seid doch auserwählt, ihr seid von Gott selbst erwählt, auserwählt. Ja, durch seine Liebe. Er hat euch geändert. Ihr seid andere Menschen geworden. Er hat euch berufen. Ihr glaubt der Wahrheit und dem Evangelium. Und das ist so besonders. Glaubt weiter an den Herrn. Glaubt dem, was wir auch euch geschrieben oder gesagt haben. Das ist so wunderbar, wie Paulus kann so ermutigen die Leute. Und zuletzt sagt er noch diese Worte. Er aber, der Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns hat geliebt, und uns gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade, der ermahne eure Herzen und stärke euch in allerlei Lehre und gutem Werk. Wie ist es möglich zu bestehen? Im Kapitel 1 ging es um Verfolgungen, um harte Verfolgungen, die das Volk jenes Mal, die Gottesmenschen auch erreicht hat. Und wir wussten, jenes Mal waren harte Verfolgungen. Da haben die Leute wie Paulus und das schreibt also ein Ziel, dass man hat sich so geschlagen und dann noch im Gefängnis in Fesseln gesetzt. Und die sitzen hier, bluten, aber die konnten so singen, den Herrn loben, sogar in diesen Schwierigkeiten, was jenes Mal waren. Und von anderer Seite, das sind diese wirklich Schwierigkeiten, die da kommen, so sichtbare. Und dann kommen unsichtbare, dass jemand von den Gläubigen nennt sich irgendwie so groß und stellt sich so hoch und macht noch Wunder und verführt die Menschen. Aber eins ist möglich, wenn die Leute bleiben in Jesu, an dieser Erwählung, dass sie erwählt sind durch den Herrn Jesus, den er alle Sünden vergeben hat und ihren Namen im Lebensbuch des Herrn eingetragen hat. Er will sie festigen. Nur er kann sie festigen und gründen, tief, so dass sie nicht wanken und zuletzt, dass sie stark werden in allerlei Lehre und gutem Werk. Ja, dazu gehört nicht nur Lehre, die Lehre muss gut sein, aber auch gutes Werk, dass wir besorgt sind, auch dieses Evangelium allen Menschen zu sagen, dass sie nicht verloren gehen. Dass wir leben so in dieser Liebe Jesu, dass wir es auch anderen vorleben können und sie mitreißen aus dieser Welt,
wirklich in Jesu Gegenwart. Weil wenn wir mit Jesu Liebe erfüllt sind, mit diesem Glauben an ihn, wirklich versöhnt sind mit Gott durch seinen Tod, dann können wir das auch den anderen sicher sagen und sie mit uns mitreißen und alle das ewige Leben haben mit ihm. Ich bete noch für jeden, der dieses Wort gehört hat. Oh Jesus, wir haben hier gelesen, welche Verführungen kommen können, welche Schwierigkeiten kommen können und jenes Mal auf die Gemeinde auch gekommen sind. Bitte bewahre uns in deiner Liebe, in deiner Erwählung. Jesus, wir kommen zu dir, weil du bist der Herr, unser Heiland, der uns gerettet hat. Ohne dich hätten wir nicht diese Rettung. Danke für deinen Tod, für dein Blut, das unsere Sünden abgewaschen hat, das uns vergeben hast, alle Sünden. Danke Gott, dass du deinen Sohn geschickt hast auf diese Welt. Danke, dass wir dich haben können, sogar in unserem Herzen. Dass du in uns, aus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, euer Segne jeden, der diese Worte hört und hilf jeden den Weg zu dir finden und mit dir versöhnt werden und ewiges Leben in dir haben. Amen.